keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ask MMO, so in unserem Format, in dem wir eure Fragen beantworten. Ja, neues Jahr, neues Glück, so ungefähr, neue Fragen vor allem. Aber erst einmal sind wir heute wieder vollzählig und das freut mich. Der gute Chintao ist nämlich dabei. Jo, hi. Xelsia natürlich auch. Hallo. Und auch Grimbark. Hi. Und du darfst heute arbeiten, sage ich mal. Du darfst heute arbeiten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh je. Mal wieder. Oh nein. Der Rest kann an AFK gehen. Wir kommen aber erstmal zu einer Frage, beziehungsweise zu zwei Fragen vom guten Toran. Er schreibt nämlich, Servus, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich danke dir, Kabasch, für deine ausführlichen Antworten in den letzten zwei Wochen. Habe noch ein paar Fragen an euch. Die Eröffnung der Nachtfestung ist nicht mehr weit entfernt. Da interessiert mich, wie ihr euch auf die Bossmechaniken vorbereitet. Ich zum Beispiel schaue mir eure Guides an, um die Fähigkeiten mal gesehen zu haben. Meine zweite Frage heute, was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Rassen geben würde, die sich ihre Fraktion Allianz Horde frei wählen können, wie es im Moment nur die Pandaren dürfen. Viel Erfolg euch im Jahr 2017, euer Toran. Danke dafür auf jeden Fall. Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Wie bereiten wir uns auf die Nachtfestung, beziehungsweise man kann das ja verallgemeinern, auf jeden neuen Raid vor? Wir versuchen möglichst viele Raid-Tests wahrzunehmen, spielen die Beta, lesen uns das Dungeon-Compendium natürlich durch und schauen uns verschiedene, sag ich mal, Guides oder Videos auf YouTube zu den Bossen an, so mache ich sie jedenfalls. Ja, das Erstere, also Raid-Tests ist natürlich die höchste Prio, wird bei uns leider in der Gilde nicht immer so wahrgenommen, wie es eigentlich sein sollte. Aber ja, ich meine, und ansonsten ja, einfach Dungeon Compendium durchlesen, dann spielen wir die Bosse einmal im Normal, da wird man auch noch einiges erfahren und lernen und mitbekommen. Danach HC und dann halt Mythic, so ist der Werdegang bei mir, uns, also Chintao und mir in der Regel, oder? Ja, ja. Ich meine vorher, wenn wir an irgendwelchen Tests nicht teilnehmen konnten, weil wir zu wenig Leute waren oder irgendwas war, guckt man sich halt die Videos von anderen Gilden an, die dann den Test gemacht haben und hofft, dass Blizzard nicht mehr allzu viel dran ändert an den Bossen. Ja. Aber ansonsten ja, wie es halt ist. PTR-Tests sind immer overtuned, also wenn man dann sagt, boah, der Boss ist aber krass und er erscheint dann auf der Live-Version, dann denkt man sich, WTF, was ist das? Ja, Raid-Tests vom PTR oder eben auch Alpha, Beta, Legion zu zeigen. Wir haben da ja auch, glaube ich, einige hochgeladen. Ja, aber machen wir das war nett, aber es hat nichts am Ende, wenn man sich das heute anschaut, mit dem zu tun, was dann am Ende live ging. Zum Beispiel Nithendra am Anfang noch mit ihrem fetten Schwanzschlag, ne? Ja. Das ist dann gar nicht live gegangen, ne? Ja, oder selbst. Also so für die. Sorry. Selbst wenn du Bossguides machst. In der ersten Woche werden oftmals die Bosse halt noch geändert, sodass sie dann halt meistens schwächer werden noch. Also man sieht es ja gerade auch an Prüfung der Tapferkeit. Da haben sie ja echt von den Damage-Zahlen her nochmal extrem nach unten geschraubt. Also gerade auch jetzt bei Odin von Hyrja, der das Lichtschild. Macht ja deutlich weniger Schaden als noch ganz am Anfang. Ja. Das sind einfach so Sachen, weshalb wir auch keine Raid Guides quasi vor Release machen, vor Release der Instanz. Und selbst dann kann sich eben noch eine Woche später. Genau. Oder aber. Ist immer so. Also es ist ja, muss man ja auch mal ganz klar sagen, unsere oder allgemein so ein Guide ist ja nichts, was man eins zu eins kopieren muss, sondern er zeigt nur einen Weg, wie es funktionieren kann und das geben wir euch im Prinzip an die Hand und da muss man dann eben auch selber auf die eigene Raid-Zusammenstellung schauen, beziehungsweise natürlich auch die Fähigkeiten der eigenen Spieler, ob man das dann so umsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, der euch zeigt, wie ein Boss auf jeden Fall liegen kann. Ja, genau. Das stimmt. Sonst noch was? Grimbark, du? Nein, ich stimme da voll und ganz zu. Ich mach's auch nicht anders.
Ich mach's genauso wie die anderen beiden im Prinzip. Also ich wüsste auch gar keine andere Möglichkeit, wie man sich sonst anders vorbereiten könnte. Also. Nachmacher. Naja, ich sag mal, die Sache mit Raid-Tests auf dem PTR oder Alpha von Legion oder Beta von Legion, ich glaube, das machen halt nur sehr, 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 sehr wenige Spieler. Die meisten schauen halt wirklich einfach einen Guide dann an. Aber, oder laufen blind los und pullen erstmal und schauen dann, was der Boss macht. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Was ich aber noch sagen wollte, also Xell und ich, wir sind ja normale Member in Anführungsstrichen, wir sind ja keine Raid-Leader oder so. Also unser Raid-Lead bereitet sich schon ein bisschen besser darauf vor. Anders darauf vor, nicht besser. Zum Beispiel machen wir auch Split-Runs, also wir machen mit Twinks, halb Twinks, halb Mains quasi, jeweils zweimal durch. Und die organisieren dann halt, wer in welcher Gruppe ist, damit der Loot möglichst clever verteilt wird. Ja, geht's vor allem um die T19-Boni, ja, ne? Genau, dass die genau auf die Mains verteilt wird, deswegen halt Twins. Es ging ja jetzt nicht um Loot oder so oder Schwierigkeitsgrad, sondern wirklich um das erste Mal betreten, um die Bossmechanik, wie man das im Prinzip. Die zweite Frage habe ich schon wieder vergessen. Ja, kann irgendwas ich aber auch nochmal vielleicht ganz kurz Insights geben, weil ich bin ja Gilden- und Raid-Leiter bei mir oder bei uns, besser gesagt. Also es ist eigentlich genauso, wie ihr es macht. Also wir müssen uns natürlich in der Leitung ein bisschen besser vorbereiten. Sprich, ich setze mich dann mit meinen Offizieren und Co. zusammen und wir gucken dann gemeinsam im Prinzip die Guides oder schauen uns Foreneinträge durch, gehen den Abenteuerführer durch und so eine Späße. Ja, und dann gehen wir halt gemeinsam hin und organisieren die Gruppe, wer was, wie, warum so macht. Loot wird natürlich auch dann dementsprechend aufgeteilt, wer warum was, wie bekommt. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los, also sagt nichts anderes als ihr, nur vielleicht halt ein bisschen früher. Genau. Okay. Die zweite Frage, was war da? Die zweite Frage war, was wir davon halten würden, wenn es mehr Rassen wie die Pandaren geben würde, bei denen man dann nach dem Startgebiet sich die Fraktion aussuchen kann. Wir erinnern uns, Pandaren ist zwar schon ein bisschen her, dass die reinkamen, nach dem Startgebiet wählst du Horde oder Allianz und lernst ja im Zuge des Startgebiets auch die, ich sag mal, beiden Vertreter der jeweiligen Fraktion kennen. Und beschließt dann ja im Prinzip mit einem der beiden auf Reisen zu gehen. Also es würde das Problem hier der wegen Streits um die Klassen, Rassenboni niederlegen quasi, indem man sich aussuchen könnte, ja okay, ich gehe als Mensch zur Horde. Sind einfach die cooleren Dudes. Ja, eben. Aber mir persönlich ist es ziemlich egal, weil ich eh untot spielen will. Also. Ich hab darauf gewartet. Und da sie eh schon bei der Horde sind, würde sich für mich nichts ändern. Aber ja, wie gesagt, mich würde es nicht stören, wenn ich mit einem Menschen oder so an einer Seite kämpfen würde, solange ich meinen Untoten spielen kann. Also, ja, wie soll ich sagen? Bin am Überlegen, wie ich es formulieren soll. Auf der einen Seite finde ich es eine sehr schöne Sache, dass eben die Pandaren das entscheiden können. Es sorgt natürlich dafür, dass mit wenig Aufwand die Entwickler ein neues Volk für beide Fraktionen bekommen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, es muss auch immer passend sein. Also zum Beispiel Menschen und Horde finde ich nicht passend. Das passt einfach geschichtlich gesehen nicht. Außer es sind jetzt Söldner beispielsweise. Das könnte man dann auch irgendwie reinbringen. Aber im Grunde genommen, grundsätzlich finde ich, passt es einfach nicht. Bei den Pandaren war es passend, weil man hat ja eben diese wandernde Insel, hieß das Ding, glaube ich, ne? Die Schildkröte und dann Pandaria selber. Und man traf ja auf dieses neutrale Volk. Und von diesem Volk haben sich eben einige der Allianz angeschlossen, einige der Horde. Und der Großteil ist im Prinzip ja als neutrale dritte Fraktion auf Pandaria gewesen, mit denen wir dann beiden eben zusammengearbeitet haben. So muss man das ja sehen. Und wenn man das eben so erzählen kann, die Geschichte, dann finde ich es sehr passend, dass man eben bei einem neuen Volk sich im Startgebiet die Fraktionen erst nachträglich aussuchen kann. Aber grundsätzlich für alle Völker, finde ich, wäre das keine gute Idee. Ich bin da gerade noch am Überlegen. Also ich finde, es ist sehr situationsabhängig einfach. Ja, geschichtlich ist es ja natürlich gar nicht so machbar, weil Naja, eben doch. Weil du könntest halt. Also ich bin nämlich gerade noch ein bisschen mit mir am Hadern.
Storytechnisch wäre das natürlich ein bisschen Murks, in Anführungszeichen, ja klar. Aber Character-Progression-artig, also sprich so wie Teso jetzt als Beispiel. Ich bin jetzt gerade momentan viel am Teso spielen und da ist Character-Progression und wie du halt den Charakter baust und wie du dir ihn vorstellst, sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das würde halt ein bisschen zuträglich sein, wenn du sagst, okay, ich kann mir mit meinem Charakter aussuchen, in welcher Fraktion ich sitze, mit welcher Fraktion ich supporten möchte sozusagen. Und das würde, ich will jetzt nicht sagen RP-technisch, aber halt schon so vorstellungsmäßig einem irgendwie mehr Auswahlmöglichkeit geben. Und deswegen bin ich gerade mit mir ein bisschen am Hadern, ob das jetzt ein Plus oder ein Minus wäre, sich das aussuchen zu dürfen. Weiß ich nicht, also, Ich finde es eigentlich auch gut, wie es, sage ich mal, aktuell ist mit den Pandaren und so. Ich weiß auch nicht, ob Blizzard das überhaupt nochmal so reinbringen würde, weil, wie gesagt, es eben passen muss. Du kannst ja, vor allem ist auch doppelte Arbeit für du kannst nicht einfach sagen, beispielsweise, zack, ihr habt da die Naga und die können sich der Allianz und der Horde anschließen, sondern es muss ja in beiden Fällen Sinn machen, dass sie das tun. Ja. Ja. Und das war bei den Pandaren eben der Fall, dass dieses Volk eben Hilfe gebraucht hat und ein paar dann eben so fanatische Mitstreiter, kann man es vielleicht nennen, waren und sich dann eben den Fraktionen wirklich angeschlossen haben. Und dass die Horde eben Orks hat und dass die Allianz eben Menschen hat, das ist einfach ja von der sehr langen Geschichte her gegeben, muss man sagen. Und es würde meiner Meinung nach zumindest auch keinen Sinn machen, dass jetzt irgendwelche Orks in Sturmwind rumlaufen oder ein Orgrimmar, ein Menschenhändler dich begrüßt und sagt, hey, was möchtest du denn kaufen, ja. Also so sehe ich das zumindest. Okay. Sonst sowas? Dann kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Ja. Zur nächsten. Hallo MMO-Team. Da jetzt derzeit in Hearthstone Gatgetzahn als Stadt anerkannt ist, könntet ihr euch das auch in WoW vorstellen? Nicht als kleine Wüstenstadt, sondern als riesige Stadt. Nein. Gatgetzahn kennt jeder. Ist unten in Talaris. Ja. Finde ich zu unübersichtlich, nein. Stellt euch das mal 20-fach so groß vor. Ihr habt doch alle sicherlich mal einen Goblin gespielt, oder? Ja, klar. Natürlich. Im Goblin-Startgebiet. Da hat man ja auch eine, ich muss sagen, recht coole Stadt. Ich fand die damals echt cool aufgebaut, vor allem mit dem Auto da rumzufahren. Das war, hatte schon was. Aber sowas als neutrale Stadt im Prinzip, wo dann beide Fraktionen reingehen können? Ja, nein, vielleicht? Ja, warum nicht? Also, Ich meine, vor der Küste von Ashara ist, glaube ich, ja auch so eine größere Stadt. Ja, von den Goblins, die neue da, ne? Aber die spielt im Prinzip so gesehen keine Rolle. Ich glaube, die ist nur fürs Questen da, wenn ich mich nicht mal. Du hast da, glaube ich, einmal nur kurz eine Quest zum Abgeben und das war's. Ja. Genau. Ruin von Eldarad, meint ihr, oder was? Was? Unten? Azuna? Ach, in Ashara, nicht Azuna? In Ashara? Wo bist du denn? Ashara gerade. Ashara, ja, da ist doch auf dieser Insel in ach, dieser Meerenge. In der Mitte, ja. Bilgwasserhafen, meinst du? Was dieses Hordensymbol dort zeigt. Ja. Bilgwasserhafen ist das. Genau, das ist doch auch eine größere Stadt der Goblins. Ja. Und architektonisch finde ich das Ganze auf jeden Fall ganz schick gemacht. Also es würde mich freuen, wenn Beutebucht beispielsweise dahingehend ein Update bekommt. Das wäre krass, Junge. Ja, das wäre cool. Aber dann ist es noch ein bisschen höher, ein bisschen mehr wie eine Metropole. Das wäre schon cool. So eine Wüstenstadt, das wäre schon gar nicht mal schlecht. Haben wir auch so ein WoW gar nicht, oder? Bis jetzt. Nee. Ja, gut, Uldum. Ja, aber das ist ja eher ägyptisch so. Ne? War so eine Wüstenmetropole. Ja. Das war deine Frage. Nee, aber so eine Goblin-Metropole wäre schon nicht schlecht eigentlich, oder? Also, ich fände das nicht schlecht. Ich finde die Idee cool, muss ich sagen. Ja. Die Frage ist halt nur wieder nach dem Sinn dahinter. Also, ja. Wenn es halt keinen Sinn erfüllt, kommt es so gesehen eher nicht rein, muss man sagen. Gar nicht ist falsch. Ja, aber zumal man sich ja nicht, solange es keinen Sinn hat, nicht da aufhalten würde. Also Eben. Das wäre dann eben die verschenkte Liebesmühe. Es müsste irgendeinen Sinn haben, dass Gatgezahn oder eben Beutebucht, wenn wir die Goblinstädte, Ratchet gibt es glaube ich ja auch noch, was ja eher so ein Hafen ist, dass man das optisch eben updatet und vielleicht größer gestaltet. Es müsste dann eben einen Sinn haben, dass man als Spieler dort regelmäßiger hingeht. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man sowas eben auch in Angriff nehmen. Und das wäre dann nicht schlecht.
Die Frage ist nur, was will man auf Stufe 110 in Tanaris regelmäßig? Eigentlich nichts. Und Gold da sind wir dann am problematischen Punkt angekommen. Vor allem, wenn es da kein Portal hin gibt, ist der Reise- oder der Anreiseweg viel zu lang darunter. Ja, nee, du gehst ins neue Dalaran, nimmst dann das Portal. Gibt's dort auch eins zu den Höhlen der Zeit? Ja. Ansonsten nimmst du das Portal dort nach, was weiß ich, zum alten Dalaran und gehst dann in die Höhlen der Zeit oder nach Shadrath, wenn du respektvoll bist bei den Hütern der Zeit. Oder lässt dir vom Magier ein Portal machen, die an jeder Ecke stehen. Also Anreise ist vor der ich kein Problem mehr. Gut. So viel dazu. Wäre auf jeden Fall schön zusammengefasst, aber ob Blizzard das macht, glaube ich eher nicht. Hearthstone ist halt auch was Spezielles. Ne? Da kann man halt ein paar Artworks anlegen und ein neues Kartenfeld und das war's so ungefähr. In WoW muss das halt auch nachhaltigen Sinn im Prinzip haben. Zumindest in häufigen Fällen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist die Lich King Story eigentlich komplett abgeschlossen oder könnte da noch was kommen? Denn ich fand, die Story hatte auf jeden Fall sehr großes Potenzial. Ich finde, da muss man erst einmal unterscheiden zwischen Lich King allgemein und Lich King Arthas. Das wäre nämlich meine Frage. Die Arthas-Geschichte. Ende. Ist mehr oder minder abgeschlossen? Level abgegeben. Ja, genau. Ich hab's gesehen, ich hab ihn getötet. Ich war dabei. Blizzard findet ja immer wieder Wege, Leute aufstehen zu lassen. Eben, also aber ganz kurz, damals war diese Diskussion nicht so groß, als Arthas gestorben ist, ob er nochmal wiederkommt, wie aktuell bei Varian oder Vol'jin. Und die sind verbrannt worden und explodiert. Ne? Ja, weil wir das schon zu oft erlebt haben, dass jemand wiedergekommen ist. Aber Arthas ist nicht wiedergekommen. Nee, Arthas nicht. Nee, das ist richtig. Was hat man noch eigentlich nicht mit seiner Leiche gemacht? Ich glaube, die hat man verbuddelt, ne? Ich glaube, die gammelt da oben immer noch. Liegt da immer noch rum. Hat sich Bolvar nebendran gesetzt. Jetzt hat er einen neuen Freund. Ja. Stinkt da ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, das sind deine geringsten Probleme, wenn du da oben sitzt. Wie bei Castaway mit Tom Hanks. Wilson, anstatt den Ball hat er den toten Arthas. Das wäre schon fein. Nein, Arthas, tut mir leid. Gut, aber zurück zur Frage. Ja, genau. Lich King Story. Also Arthas ist mehr oder minder wahrscheinlich schon abgeschlossen, aber man sieht ihn halt immer noch ab und an hier mit den, wie heißen die Klingen von den Frost Death Knights? Ich weiß es gar nicht. Also diese Geister sieht man auf jeden Fall von Arthas immer noch. Und weil die sind ja neu geschmiedet oder Frostborn wurde ja neu geschmiedet in diesen beiden Klingen. Ja, genau. Und dementsprechend hat man halt immer noch irgendwie ein bisschen was mit den Überbleibseln von Arthas Seele zu tun. Aber an für sich glaube ich nicht, dass er wiederkommt. Er wird zwar immer noch so sein Cameo haben, also seinen Gastauftritt hier und da, aber ich glaube, das war es erstmal von ihm. Was den Lich King im Allgemeinen angeht, jetzt mit Bolvar, da werden wir auf jeden Fall noch was sehen. Dazu gibt es viel zu viele Indizien in Legion und er macht jetzt halt auch so einen auf Army Razor. Also er benutzt ja jetzt die Todesritte an für sich, um für seine Zwecke zu dienen, sage ich mal, und wir werden auf jeden Fall noch was von ihm sehen, auf jeden Fall. Sind so gesehen eigentlich jetzt die Geißel, die ja unter Bolvar steht und die schwarze Klinge verbündet? Nein, nicht ganz, denn die Geißel wird von Bolvar ja kontrolliert, das wissen wir. Genau, weil sonst würde ja über die Welt herfallen. Die würden rampagen, genau, und dann wird die Welt untergehen und genau, richtig. Die hält er also in Check, das heißt, die sind eigentlich nur noch so Roaming-Zombies, die dann halt den Tag verbringen mit Gammeln und ja, dann können ja mal ein produktives Fach. Und die Eben Blade, also die Todesritter an für sich, die sind nur temporär verbündet und das sagt Darion Morgraine, glaube ich, sogar kurzzeitig mal in einer Quest in Legion, dass die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen, also der Lich King und die Eben Blade, aber die jetzt halt wegen der Bedrohung durch die Legion kurzzeitig mal zusammenarbeiten müssen. Genau. Okay. Weil ich hätte gedacht, irgendwie Darion Morgraine und Bolvar haben ja auch ähnliche Werte, kann man das vielleicht nennen? Ja, sogar ziemlich genau dieselben, nur halt auf andere Weisen. Also der eine macht's mit bösen Mitteln, der andere macht's mit guten Mitteln, in Anführungszeichen, wenn es jetzt nach Bolvar geht. Aber wir wissen ja auch nicht, wie viel Bolvar noch in Bolvar steckt, wegen Ner'zhul, ne? Und das ist halt auch noch immer so eine Sache. Ner'zhul sitzt ja im Helm of Damnation oder Domination, ich weiß es jetzt gerade nicht, also im Lich King, wenn man so will.
Und wir wissen nicht, wie viel von Bolvar überhaupt noch in dem neuen Lich King drinsteckt. Ne? Und das ist halt auf der anderen Seite wurde Bolvar ja nach seinem Tod durch die Flamme von Alex Strasser gereinigt, was wiederum unbekannte Auswirkungen vielleicht hat. Ich glaube, das sollte ihn einfach nur cooler aussehen lassen. Okay. Ja, also man kann da sehr viel spekulieren. Und wie du eben sagst, ich glaube, mit Bolvar ist es eben noch lange nicht vorbei. Er hatte jetzt in Legion im Prinzip seinen ersten Auftritt nach WOTLK wieder wirklich. Ja. Und auch eine tragende Rolle, zumindest im Zuge der Artefakt-Quest rein, wenn man das jetzt vom Gameplay her mal sieht. Und wie du eben sagst, man muss abwarten, was dann in Zukunft eben noch abgeht, ob Bolvar bleibt oder ob Ner'zhul die Oberhand gewinnt oder ob er doch eigene Pläne verfolgt, nachdem die Legion geschlagen ist. Man weiß das halt ja einfach nicht so wirklich. Aber ich denke mal, dass es eben sehr interessant ist, was die Geißel betrifft und die Geißel eben auch noch nicht vorbei ist. Ja, also meine Theorie ist zumindest, dass wir ja, also bekannterweise gehen wir ja nach Argus und meine Theorie ist, dass wir halt uns mit allen Fraktionen auf Azeroth verbünden und dann sozusagen eine Army of the Light sozusagen bilden, um dann gegen Argus zu ziehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann der gute Lichkönig dann, auch weil Ner'zhul ja so ein bisschen Rache an dem Kil'jaeden ausüben will, weil wir wissen ja, dass Ner'zhul eigentlich von Kil'jaeden in den Lichkönig verwandelt wurde. Die Geißel war ja nur, oder ist ja nur ein Produkt von der Legion. Genau, exakt, ja. Kil'jaeden hat im Prinzip den Lichking erschaffen und Ner'zhul Jahrhunderte lang, wenn man so will, auch gefoltert. Seine Seele zumindest. Und dementsprechend hat Ner'zhul sowieso noch eine Rechnung mit Kil'jaeden offen. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, wenn wir dann auf Argus ziehen, der Lich King erstmal temporär mithilft und Kil'jaeden Kopf kürzer macht. Und dann, ja, werden wir sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Vor allem, weil Bolvar Lich King auch in der Artefakt-Questline vom Frost Death Knight so ein bisschen die Anleihen macht, als ob er irgendwie beides nicht so cool findet. Also die Todesritter und die dunklen Machenschaften im Prinzip findet er nicht so geil und auch das Licht mag er nicht wirklich. Also man weiß nicht genau, was er jetzt genau ist. Also er ist so ein zwiegespaltener Charakter momentan noch. Ja, also aber halt früher auch mal ein Krieger, ne? Paladin, genau, ja. Bolvar war Paladin? Ich dachte, er wäre ein Krieger gewesen. Nein, er war ein Paladin. Das ist so ein Lutscher, ja, dann muss er doch das Licht so ein Lutscher. Okay. Ich mag ja, übrigens aber, ne? Das Licht auch nicht, ey. Rolle runter. Ja. Mach mal zu, hier, genau. Oh Mann, ey. Nee, bin ich mal gespannt. Ich meine, man hat Bolvar ja selber auch noch gar nicht kämpfen sehen. Man weiß ja gar nicht, was der so drauf hat im Prinzip. Ja, wenn man ihn überhaupt kämpfen sieht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ne, ich glaube eher, dass er so eine passive, Kontrolleursrolle, Strategenrolle übernimmt und die Geißel irgendwie kontrolliert oder die Death Knights oder wie auch immer. Aber ich fand das damals geil, wie er so dann so den Helm aufsetzt sich dann so auf den Thron setzt. Das fand ich schon richtig geil gemacht. Das war schon awesome, ja. Mhm. Ich bin echt gespannt. Ja? Nee, im Allgemeinen bin ich echt gespannt, wie so seine Story sich entwickelt und was sie mit dem vorhaben. Ich bin auch am meisten gespannt auf ihn eigentlich in der Lore der Zeit noch, weil gibt momentan nichts Spannenderes als das, ehrlich gesagt. Gut, dann kommen wir nämlich mal zur nächsten Frage, die passt dazu ganz gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, danke dafür. Hier meine Frage, gibt es nicht noch genug Bedrohungen? Ich meine, in der Akathas spricht ja der Endboss, dass sie der Legion überlegen sind. Das wäre doch auch eine Möglichkeit für eine Erweiterung. Was denkt ihr? Was war nochmal der Endboss in der Akathas? In Akathas? War das in BC, die Instanz? Ja, ich glaube ja, oben, oder? Oben bei der Festung der Stürme, eine der drei, die da rumflogen. Ich guck mal kurz, die Akathras. Ach so, genau, Herold Horizontis, ne, war das, glaube ich. Genau, ja, dieses Ankirai Scarabeus Vieh. Genau. Lore-technisch gesehen gibt es noch, ich würde sagen, drei große Bedrohungen, in Anführungszeichen. Das sind einmal die Naga. Mit Azshara sowieso, also die wird ja auch extrem geteasert in Legion momentan. Ja. Dann natürlich die alten Götter, die auch extrem geteasert werden in Legion mit Ilgenov und sowas, alles mit diesen Prophezeiungen, die er da flüstert. Und die beiden in Kombination werden wahrscheinlich das nächste Addon bilden, würde ich behaupten. Weil die Naga und Azshara vor allem den alten Göttern und vor allem Zoth dient. Und das ist der einzige alte Gott, den wir noch nicht gesehen haben oder getroffen haben oder besiegen konnten, wie auch immer. Werden auch häufig gewünscht, die Naga als
Thema für eine. Naja, eher als spielbare Rasse. Ja, das ja, ich wollte gerade sagen. Stell dir mal eine Nage auf dem Pony vor, das sieht echt scheiße aus. Also, naja, ich weiß ja nicht. Findet ihr eine Nager-Erweiterung geil? Weiß nicht, aber die können sich ja so ein Söcklein über ihr Zipfelchen stülpen statt einer Hose. Ja. Also, gegen die zu kloppen, fände ich schon ganz cool. Vor allem, wenn man sich. Ah, wobei. Wenn ich mir jetzt wieder hier in. Wie war das noch? Cataclysm? Diese Unterwasser-Geschichte da, wie hieß es? Oh, Bashir? Oh Gott, ja. Ja. Oh deshalb. Gott, nein. Das Gebiet haben die ja nicht mal fertiggestellt, da fängt's ja an. Ja. Weiß ja nicht. Also so an Land finde ich es schon cool, aber... Das war ein Testgelände damals, um zu testen, wie Spieler darauf reagieren. Und es war die stärkste Ablehnung aller Zeiten so ungefähr auf dem Gebiet. Ja. Also deswegen ist das auch nie wieder ausgebuddelt worden, sowas. Besser so, glaube ich, besser so. Deswegen zögern die, glaube ich, auch ein bisschen mit den Naga momentan noch. Ja, sie überlegen vielleicht, wie man das thematisch rüberbringen kann. Genau. Ja gut, aber wir haben... eine Bedrohung fehlt ja noch. Wir haben die Naga und... Und zwar ist es jetzt mit Chronicle, mit dem neuen Lore-Buch, wenn man so will. Vor ein paar Monaten ist es ja rausgekommen. Ich sag mal, eine Überentität über den alten Göttern nochmal hinzugefügt worden. Das heißt, die. Das heißt, wie heißen die? Warte mal kurz. Void Lords heißen die. Genau, leeren Götter oder leeren Lords, wie auch immer. Das sind nochmal Manifestationen der Leere, wenn man so will. Und die stehen nochmal über den alten Göttern. Und es gibt nicht nur die alten Götter, die wir hier auf Azeroth kennen, sondern das sind eigentlich auch nur Diener, die halt auf jedweden Planeten hingeschickt werden, um dann halt die Titan Soul, also die Titanenseele in jedweden Planeten auszunuckeln und zu korrumpieren. Und genau dasselbe passiert halt im Prinzip auch auf Azeroth, weswegen es die alten Götter hier gibt und weswegen die so eine große Bedrohung sind. Und die stehen, wie gesagt, nochmal über den alten Göttern und das ist nochmal eine große, fette Bedrohung, die dann danach kommen könnte. Die nächsten drei Addons sind gesichert, wenn man so will, ja, theoretisch gesehen. Das nächste Addon ist, glaube ich, soweit ich weiß, ja sowieso schon in der Mache, ne? Ja, das sowieso. Genau, also die nächsten immer so, beiden. Während ein Addon aktiv ist, wird das nächste natürlich aktiv entwickelt und die Konzeptionierung findet meistens für das übernächste auch schon statt. Genau, ja. Genau, und bei also, WoD und Legion war es ja sogar so, dass sie zeitgleich angefangen wurden zu entwickeln. Ne? Und deswegen eben Legion auch deutlich mehr bietet als WoD. Ja. Doch, Lückenfüller-Addon, da können sie mir sagen, was sie wollen. Ja, ist so, tut mir leid. Ja, aber... Hast du auch vollkommen recht mit. Rein vom... Kommerschmidt Endboss, nee, wurde da nicht. Das war echt ein bisschen... Also das war lame. Echt hardcore. So, dass sie... ja, selber nicht wussten, so zwischendrin alles nochmal über den Haufen geworfen und dann, ah nee, wir müssen das doch anders machen, sonst funktioniert das nicht. Und ja. Also es war schon echt strange. Es fing stark an, hat aber auch stark nachgelassen. Ja, das muss man sagen. Hoffen wir, dass Blizzard die Linie, die sie momentan in Legion fahren, von der Story her und auch von dem Ausblick auf kommende Features, also 7.2, 7.3, auch gut umsetzen. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf das Grabmal von Sargeras und auch das Drumherum natürlich an der verheerten Küste und Argus, denke ich mal, da können die Entwickler wieder ihre ganze Kreativität entfalten beim Design eines ganzen Planeten so aber, ungefähr. Aber man merkt auch, dass Blizzard einen klareren Plan hat für Legion als den sie für WoD hatten. Das stimmt, hatten. Ich glaube, da hat auch sehr viel Ion Hasikostas seine Hand drin. Ja, das glaube ich auch, weil du merkst richtig, wie die was ankündigen und daraufhin auch hinarbeiten und das dann auch wirklich kommt. So. Und von Anfang an ja eigentlich klar war, was in dem Addon so zu finden sein wird und so. Was sie so vorgestellt haben auf der BlizzCon, ist ja alles relativ so gekommen, wie es sollte. Das Einzige waren die erweiterten sozialen Features, die es nicht zum Release reingeschafft haben. Ja, gut. Aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. Ja. Ja, was ich auch geil finde, ist auch das erste Mal, dass Blizzard tatsächlich, ich sag mal, auch Struktur in der Geschichte hat und die dann halt auch wirklich, wie soll ich sagen, es fühlt sich halt komplett an und als wenn da wirklich irgendwie verschiedene Fraktionen und viele verschiedene Interaktionen zwischen diesen ganzen Fraktionen jeweils Bedeutung haben, sag ich mal. Also es fühlt sich an, als wäre diese ganze Welt rund das erste Mal, finde ich. Geschichtlich auch. Weißt du, die Erde ist eine Scheibe?
Was? ja, merkt man halt wirklich. Und auch den strafferen Zeitplan, den sie an den Tag legen, finde ich super. Und ich hoffe wirklich, verkacken es diesmal nicht vom letzten Content zum nächsten Add-on. So, das ist so das Einzige, wo ich echt noch Bammel habe. So, weil im Moment sieht alles sehr gut aus vom Zeitplan her, von den ganzen, von den Raids her, von den, von der Menge des Contents allgemein. Von dem her ist das so das einzige Sorgenkind, was ich noch also sehe. Fandest du die Schlacht um Orgrimma nicht geil? Doch, aber nicht, wie viele, 400 Tage oder so, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so, ja. War echt übel. Aber sonst war sie schön, so die ersten 200 Tage vielleicht. Gut, Kinder, lasst uns mal zum Ende kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr. Willst du mich verarschen? Na, zum Ende kommen, Entschuldigung. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für eure Fragen. Wie immer neue Fragen unten in die Kommentare oder bei uns auf die Seite und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Jo, bis dann. Ciao. Bis Samstag.